Hallo und herzlich willkommen zu Train Fever. Ja, was ist hier los? Nochmal komplett von vorne anfangen. Und zwar mit Staffel 2. Jetzt, direkt im Jahr 1900 gerade. Und ich habe, glaube ich, so ein Timeless, Mod installiert, dass man direkt mit guten Fahrzeugen loslegen kann. Und jetzt habe ich auch mehr Ahnung, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie das läuft. Das heißt, es könnte alles ein bisschen besser werden. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch die Mod nordische Stadtnamen hier, also aus Norddeutschland, Bergen, Oldenburg und so weiter. Wir haben rechts sogar, na wo, Berlin. Wo war's? Hier Berlin, dann Elmshorn, unten links ist irgendwo Hamburg, hier ist Flensburg und so. Also richtig relativ cool. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an mit irgendwas, dass wir direkt mal ein bisschen Geld ranschaffen können. Ja, ich denke hier, das sieht wunderbar aus hier. Da kann man direkt mal einsteigen, indem wir sagen, Güterlinie wäre wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen overpowered. Weil da jetzt direkt so eine. Was machen die denn hier? Ja, von der Straße bauen. Okay. Warum auch immer man da jetzt einen Tunnel bräuchte. Terrain-Angleichung nicht geschafft. Ja, wie kriegt man das denn sonst hin? Terrain-Angleichung nicht möglich. Das muss jetzt aber möglich sein hier. Ja, läuft. Gut, also dann fangen wir direkt mal an hier mit Bus, also LKW-Posten sozusagen. Wo natürlich jeder jetzt einen braucht hier. Und Elmshorn will natürlich mit den Gütern versorgt werden. Das heißt, wir brauchen hier auch eine gute Stelle. Mitten rein geht auch nicht mehr. Das heißt, wir werden das direkt hier vorne platzieren. So. Und dann die erste Linie eröffnen. Hoppala. Moment, jetzt muss ich nochmal schauen kurz. Das Ganze können wir nämlich klug angehen, weil wir können ja hier. Oh, was ist das? Ein Amazon-Lager. Stimmt, das ist die Mod, die ich installiert habe. Irgendwo ist günstig. Hier ist günstig. So, wollte ich mir gerade mal den LKWs anschauen, die wir jetzt zur Verfügung sozusagen haben. Wir haben eine ganze Menge zur Verfügung. 20 Güter halt. Eisenerz, Kohle transportieren die Teile. Das sind spezielle Ölwägen, also das ist wirklich interessant hier. Gütercontainer sogar. Eisenerz und Kohle. Gut. Dann jetzt hier die erste Linie. Da war sie gut. Haben wir Elmshorn oben, dann lassen wir die einfach so runterfahren. Zack, zack. Und kaufen uns eben einen von diesen kleinen, wo erstmal nur 13 reinpassen. Das müsste ja schon mal reichen eigentlich. Also jetzt für den Anfang natürlich nur. Und dann als zweite Linie braucht man natürlich vom Produkt in die Stadt die Linie 2. Dann nehmen wir einfach so einen Gütertransporter und die Frage ist jetzt natürlich, also 40 Tonnen, das ist auch cool. Dafür bin ich dann ganz viel.
So. Ne, auch erstmal den kleinen hier, den 13 Güter. Dinger. So viel wird da jetzt noch nicht produziert. Aber die sehen auf jeden Fall sehr geil aus, muss ich schon sagen. Also jetzt hier das... Ja, da ist immer noch Produktion bei 15. Liniennutzung sagt er noch nein. Ja, für Linie 1 müsste man eigentlich nochmal einen rein schicken. Weil der Takt 3 Minuten ist denen wahrscheinlich dann zu wenig. Das müsste schon besser hinhauen, so. Aber um jetzt groß natürlich erstmal Geld zu machen, brauchen wir jetzt erstmal Buslinien und dann verbinden wir mal zwei Städte irgendwie. Und ich würde sagen, da fangen wir... Ja, wollen wir da mit Berlin anfangen? Und Elmshorn? Elmshorn ist schon eine relativ große Stadt, das heißt, da können wir eigentlich direkt mal... Ja, da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir den Bahnhof da gut reinkriegen. Eingleisig, zweigleisig, wir machen erstmal zweigleisig natürlich. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie... Ja, das ist schwierig, wir müssen ja erstmal noch eine Straße bauen. So, damit wir da sozusagen den Bahnhof irgendwie in Richtung Berlin so bekommen, dass da man da auch weiterfahren kann. Also es müsste irgendwie jetzt so da stehen. So. Und dann können wir hier, hoppala, die Straße so mit schließen. Hier irgendwie noch verbinden. So. Dann machen wir hier natürlich ein... Oh, was haben wir hier denn für geile Sachen? Großer Busbahnhof. Ja, klar, warum nicht? Wir machen hier einfach einen großen Busbahnhof davor, ist nicht arg teuer. Müssen wir jetzt aber trotzdem aufpassen mit dem Geld. Kann natürlich sein, dass wir uns nachher einfach mal noch ein paar Darlehen, Kredite da einfach holen. So, jetzt würde ich sagen, einmal so durch die Stadt einfach. Ja, machen wir hier in der Mitte eins rein, so, und dann fährt er einfach wieder zurück. Das heißt, wir erstellen jetzt kurz die Linie vom Busbahnhof aus raus. So. Ja, sieht nicht schlecht aus, Linie 3. Linie 3. Ja. Brauchen nur noch hier eben... Ist echt krass. Bus. So, hier passen jetzt rein 16 Passagiere. Allerdings sind die Teile auch richtig teuer. Das heißt, wir werden da jetzt erstmal mit so zwei Billigdingern anfangen. Und man hat ja nur 2 Millionen und dann werden wir nach und nach später das Ganze eben noch aufrüsten. 4 Minuten ist ein bisschen krass. Nur 40 Sekunden, ja, das geht. So. Ja, ich glaube, da müssen wir echt nachher dafür sorgen, dass dann, dass wir Kredite bekommen. Das wird nämlich bisher vom Geldmanagement ein bisschen hart hier werden.
Sind die Linien angeschlossen jetzt, ja. So, hier fährt ein LKW mit neuen Kohle. Das ist ganz ordentlich. Und dann warten auf den, nämlich hier unten 10 Eisenerz. Ja, müsst ihr beobachten, ob der weiter da automatisch was runterschickt. Ansonsten müssen wir da noch einschreiten. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen wegen dem Zugbahnhof hier, also dem Personenbahnhof. Den müssen wir auch hier irgendwie so reinfriemeln, dass man hier noch weiterfahren kann. Das wäre dann so die Richtungssache hier, so. Hier machen wir so einen Busbahnhof rein, einen normalen allerdings. Bushaltestellen, da fahren wir einmal hier so rum. So. So, 4 Haltestellen müssten doch eigentlich genügen, oder? Einmal noch so in der Mitte. Dann fährt er einmal so im Kreis. Genau. Also ich hoffe, wir machen da jetzt nicht zu große Verluste und dass das dann auch bald losgeht hier. So. Was ist denn das jetzt? Linie 4, das heißt Linie 4, so. 3 Minuten Takt müsste erstmal reichen. Schauen wir uns erstmal an. Haben wir fast kein Geld mehr. Yeah, Linie 2 macht leichten Gewinn. Wo ist denn Linie 2? Ah, die bringt halt sozusagen die Produkte weg. Genau, 6 Güter bringt die hier weg. Linie 1, Okay, Vergrößerung ist schon geplant, also das könnte, ja, das wird noch relativ gut werden. Das wird sich rentieren, da besteht, glaube ich, kein Problem, dass wir da irgendwie groß miese machen. Jetzt am Anfang muss man natürlich mit Bedacht wählen, was man hier baut. Ich hatte jetzt im alten Spielstand noch ohne Aufnehmen weitergespielt, hatte 20 Millionen und da konnte man natürlich gut bauen. Das dauert aber, wenn man sich erstmal so eine Grundstruktur erbaut hat und das muss man eben alles langsam Stück für Stück machen. Sonst geht das Ganze nämlich nach hinten los. Genau, ich habe jetzt auch noch schon alle Fahrzeuge freigeschaltet, aber jetzt zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitsschienen und so weiter habe ich noch nicht. Das wird jetzt auch noch freigeschaltet, das heißt, wir machen das Ganze jetzt ganz entspannt. Ja, 2,4 Millionen, einfach mal hier diese Strecke. Finde ich ja schon krass. Okay, aber Tunnel ist sozusagen eh ein Muss, weil es von Höhenlinien natürlich echt krass ist. Ja, Mist. Bis wir das mal zurückzahlen können. Eieiei. Aber gut. Oh, ein bisschen mehr noch wegen dem Zug. So. Eine neue Linie. Von hier nach da. Zack, Linie 5 ist das. Ja, ich bin gespannt. Also das ist, wird jetzt echt eine teure Angelegenheit, die wir uns hier ausgesucht haben.
So, und die kaufen wir uns. Und dann jetzt irgendeinen Anhänger. Was ist denn das? Man weiß es nicht so genau. Boah, haben wir da viele Loks, alter Schwede. So einen deutschen Bahnwagen dran geschraubt. Das sieht jetzt bestimmt lustig aus. Dampf und so einen S-Bahnwagen. Na gut, ich meine, kann man machen. Sieht gar nicht so schlimm aus. Passen direkt 22 Leute rein. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Jetzt brauchen wir halt nur noch die Leute, die dann hier auch mal mitfahren. Aber irgendwie sind überhaupt keine Leute, die da irgendwo hinwollen. Ja. Mit Einnahmen sieht es hier gerade auch schlecht aus. Linie 1 bräuchte noch so ein LKW. Habe ich das Gefühl. Können wir noch so einen alten Linie 1 zuweisen, so. Jawohl, die machen jetzt schon 100.000. Ich hoffe, wir können uns über Wasser halten. Müsste einigermaßen gerade noch gehen. Und diese Musik, das ist schon wieder wirklich hart an der Grenze hier. Wir brauchen jetzt einfach Kunden, die hier mal langfahren. Kommt schon. Jetzt fährt einer hier hoch. Vielleicht steigt er ja aus. Hier fahren null hoch. Also die wollen alle gar nicht zum Bahnhof. Man weiß nicht, warum die da nicht hinwollen. Nö, da steigt kein Mensch aus. Da muss aber einer ausgestiegen sein. Nee, da will. Die wollen alle nicht. Das wird jetzt schwierig. Dick im Minus habe ich mir anders vorgestellt. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich direkt mit alten einfach mal die ganze Zeit nur durchstarten und nicht mit solchen neuen Teilen, die einfach so teuer sind. Hier wird auf jeden Fall schon so gut wie es geht produziert. Aber es ist einfach zu krass. Dass da echt keiner langfahren will. Das verstehe ich überhaupt nicht. Haben wir jetzt noch Cargo an? Ja. Wo gibt es sonst noch irgendwelche Ketten, wo man einsteigen könnte? Oh, hier ist was Nices. Ja gut, Folge 1 wäre beendet. Wir sehen, es ist sau schwierig. Ich mache jetzt mal gerade Pause. Wir versuchen das einfach weiter fortzuführen in der nächsten Folge. Und ich hoffe, wir kriegen dann noch die Kurve. Da müssen wir jetzt erstmal dick Darlehen aufnehmen. Aber wir müssen erstmal jetzt irgendwie hier investieren, damit wir hier irgendwie so einigermaßen die Grundlage geschaffen haben. Bis dahin, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss.